Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Hartmanns und dem Döring hinter der Kamera. Wir sind vor 6 Tagen nach Hause gekommen und meine Eltern haben uns ja am Flughafen abgeholt und hatten 3 Pakete mit dabei und wir haben es noch nicht geschafft, die auszupacken, was total untypisch ist, aber mir ging es wirklich die letzten Tage richtig, richtig schlecht. Wir sind Sonntagabend nach Hause gekommen, Montag, Dienstag, Mittwoch, 3 Tage habe ich nur gelegen. Ich hatte einen richtig schlimmen Crash. Die Symptome waren so schlimm, ich war so erschöpft, dass ich hier einfach nichts machen konnte. Ich bin nur aufgestanden, um eine Kleinigkeit zu essen und um ins Bad zu gehen. Das war's. Donnerstag ging es ein bisschen besser, aber ich habe jetzt immer noch schlimme Symptome, immer noch schlimme Kopfschmerzen. Ja, erschöpft bin ich ja sowieso, aber Kopfschmerzen, dann habe ich ja Probleme mit dem Auge hier, mit den Sehnen, einseitige Kopfschmerzen, Zittern. Also diese Woche Türkei hat mich schon gesundheitlich ganz schön zurückgeworfen. Aber gut, damit haben wir ja eigentlich schon fast gerechnet. Also das ist ja auch eine Tortur für jemand Gesunden, oder Schatz? Ja, auf jeden Fall, ich war auch kaputt. Ja, ich habe erst am Donnerstag mal eine Ladung Wäsche gemacht, weil ich einfach nicht konnte. Am Donnerstag erst den Koffer ausgepackt, meinen. Und gestern war Freitag. Gestern war ich das erste Mal aus dem Haus. Meine Mutter hatte gestern Geburtstag, die ist 70 geworden. Und da waren wir mit der Familie eine Kleinigkeit essen. Wir wollten eigentlich noch nach dem Essen woanders hinfahren. Das haben wir aber abgesagt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Das werden wir jetzt verschieben. Und meine Mutter hat auch nur einen kleinen Rahmen mit uns mit Kindern dann und meinem Vater gestern gegessen, weil die macht in 2 Wochen noch eine große Feier, wo dann Freunde und Familie, also wo nochmal ganz groß gefeiert wird. Ja, ich habe, bevor wir geflogen sind, bei Temu was bestellt. Ich habe ja vor 2 Monaten da schon mal was bestellt. Da fanden viele es gut, viele fanden es blöd. Haben gesagt, auch China-Ware oder so, aber ich muss wirklich sagen, ich bin von den Produkten eigentlich sehr begeistert. Die haben wirklich erschwingliche Preise und die Produkte, die ich bestellt habe, sind auch wirklich hochwertig gewesen. Es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Kategorien, sag mal so, Schatz, hilf mir doch mal. Ja, sag mal. Der sitzt da hinten hinter der Kamera und grinst nur. Und ich habe ein paar außergewöhnliche Sachen auch bestellt. Ich packe die Sachen jetzt mal aus. Also ich mache mal die Pakete auf und alle noch zu, hole die mal raus und dann würde ich sagen, dann zeige ich euch mal, was ich bestellt habe. Ich habe jetzt mal alles soweit ausgepackt, also die Verpackung ist noch rum. Aber ich zeige euch mal, was ich bestellt habe. Ich habe wieder Futterspender bestellt. Genau den gleichen, nur in einer anderen Farbe und mit hier durchsichtig habe ich ja schon mal bestellt damals, vor 2 Monaten, bin ich total zufrieden mit. Kann man mit Futter voll machen, Futter fällt immer wieder nach, ist richtig gut, wenn man zum Beispiel mal wegfährt ein paar Tage, dann hätten die Katzen immer Futter oder auch so. Ja, ich habe es auch schon getestet mit der Katze von meinen Eltern, hat auch wunderbar funktioniert. Also habe ich jetzt noch einen bestellt für meine Eltern. Und dann habe ich noch eine andere Station bestellt. Das fand ich auch richtig toll. Einmal auch wieder für Futter und einmal hier für Wasser. Das möchte ich mal testen, weil jetzt, wo wir weg waren, wir hatten zwar Leute hier, die auch sich um die Katze gekümmert hat, aber ich habe dann diesen Spender voll gemacht und einen 3 Liter Eimerchen mit Wasser, damit immer genug da ist bei der Hitze und so, aber vielleicht mit so einem Spender. Ja, ich bin da wirklich mal gespannt, ob das so funktioniert. Ja. Und die Preise sind wirklich super gut. Ich hatte nämlich mal hier im Tierladen geschaut und wollte das hier vor Ort kaufen, aber das war doppelt so teuer wie jetzt bei Temu. Und da ich ja schon mal einen da bestellt habe, mit der Qualität total zufrieden bin. Und sollte man mal mit der Qualität nicht zufrieden sein, man kann ja alles 90 Tage lang kostenlos zurücksenden. Ich habe noch ein paar ausgefallene Sachen bestellt, die zeige ich euch gleich. Ja, ich zeige euch mal, was ich sonst noch so bestellt habe. Ich habe mir bestellt diese Dosen hier, Vorratsdosen, ja, die habe ich bestellt bei einer Freundin von mir, die auch schon hat und die sollen richtig gut sein. Die habe ich mir bestellt, weil die wirklich luftig zu verschließen sind. Wir haben jetzt wieder, hatten wir letztes Jahr schon mal Probleme gehabt mit Lebensmittelmotten, obwohl wir alles in Gläser und Dosen haben, aber anscheinend sind die Dosen nicht ganz dicht, die wir haben.
Und ja, das ist schon das zweite Mal passiert, dass sie uns zum Einkaufen in den Haferflocken Lebensmittelmotten mit nach Hause gebracht haben. Ja, und jetzt werde ich einfach alles luftdicht in diesen Dosen hier verschließen. Ja, also ich habe zum Beispiel Mehlzucker in anderen Dosen, aber die haben halt nicht so einen guten Verschluss. Und anscheinend ist das nicht ganz dicht und dann kam die in das Mehl trotzdem noch rein. Die habe ich bestellt. Also zwei Pakete habe ich mir direkt davon bestellt. Ich habe ja einiges an Sachen, die ich verpacken muss. So, dann habe ich bestellt hier so Handtücher, so kleine, ja, so wie Mikrofaser. Die hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich wollte die eigentlich fürs Gäste-WC als Handtücher haben, aber die sind halt so Mikrofaser, aber die fühlen sich ganz gut an. Ich werde die mal waschen, aber die kann ich auf jeden Fall gut brauchen. So, die habe ich bestellt. Dann habe ich hier kleine Mikrofasertücher zum Saubermachen bestellt. Die waren auch total günstig. Ich mache euch in die Videobeschreibung mal einen Link von der App. Und in der App da könnt ihr dann sehen, auch was wir bestellt haben. Ich hoffe, dass ich das alles richtig gemacht habe. Also es sollte so sein, dass man in der App später sieht, was wir bestellt haben. Dann könntet ihr, wenn ihr Interesse habt, das eine oder andere nachshoppen. Ja, also ganz normale Mikrofasertücher hier. Ja, die Farbe hat mir auch gut gefallen, fühlen sich auch super an. Und dann habe ich hier noch was bestellt. Das wollte Carsten unbedingt, dass ich das bestelle. Also das hier. Das ist hier unter die Haustür, damit da keine Spinnen mehr durchkriegen können. Oder Giraffen. Ja, das kann man halt dann, ist ein bisschen länger, kann man dann in der Größe, wie man es braucht, abschneiden. Das muss man mal der Carsten später mal anbringen. Dann habe ich mir hier so eine Reibe hier, Gemüse, nennt man das Reibe, bestellt. Ja, hatte ich mal, meines kaputt war schon uralt. Ja, mit lauter verschiedenen Aufsätzen. Da kann ich dann auch wieder hier schön meine Kartoffeln und so in verschiedenen Größen durchjagen. Alles an Gemüse. Ja, also der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut. Das sieht sehr hochwertig aus. Und ich muss sagen, die Sachen, die ich vor 2 Monaten bestellt habe, die waren auch alle hochwertig verarbeitet. Also hier, das sieht alles super aus. Ich würde es alles die nächsten Tage testen und dann werde ich euch das auf Instagram öfter mal zeigen oder sagen, wie es halt dann war. Und was ich auch bestellt habe, in dreifacher Ausfertigung, hier solche Stecker, die Spinnen fernhalten sollen und überhaupt kleines Ungeziefer. Carsten, wie funktioniert das? Ich glaube, Ultraschall oder so hauen die raus. Dass die Viecher nicht mehr wohlfühlen. Ich hatte schon mal so eins bestellt, das war im Zimmer, das hat damals über 30 Euro haben wir bezahlt, ne? Und dann gut mit Verschicken waren ja 34 Euro. Und hier, die sind viel, viel günstiger. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Da steht dann drin, dass man es erstmal einstecken muss und dann dauert es 1 Woche, 2, maximal 3 Wochen. Dann dürfen keine Ungeziefer, keine Spinnen, nichts mehr im Haus sein. Ich werde es testen und werde euch dann sagen, ob es funktioniert hat. Wir haben nämlich echt im Moment viele fette Spinnen hier. Ne, Schatz? Ja, Baby. So, jetzt traue ich mich schon gar nicht, meinen Carsten guckt, zu zeigen, was ich noch bestellt habe. So, was? Ach so, was war das denn nochmal hier? Was hast du denn so bestellt? Ja, das war für in die Schuhe. Ach so. Ja, das. Und hier habe ich mir Socken bestellt, ne? Da bin ich mal gespannt. Das soll total gut für die Durchblutung und alles sein und fürs Lymphsystem. So Socken mit so Noppen drunter. Da hat Carsten eigentlich gesagt, ich die bestellen will, hat er mich schon ausgelacht. Er sagt, es funktioniert eh nicht, aber die waren sehr günstig. Unter 2 Euro haben die gekostet. Werde ich jetzt mal testen. Bringt nichts. Ich schnuschel immer noch so schlimm wegen meinen Zähnen. Ich habe immer noch hier alles ein bisschen geschwollen. Ja, und dann kommt jetzt das Verrückteste, was ich bestellt habe mal zwischendurch. Und zwar eine Food-Massage-Matte hier. Da fällt schon alles raus. Das wurde mir jetzt so oft im Internet eingeblendet, aber natürlich auf anderen Seiten viel, viel teurer. Hier, die werde ich auch mal testen. Ja, Carsten, wenn ihr das Gesicht sehen könntet, wieso kommst du euch denn vor die Kamera? Der guckt richtig wie denn? Dumm aus der Wäsche, guckt mich ganz blöd an. Und das soll auch total gut sein für die Lymphe, für die Durchblutung, für alles. Und ich werde es auf jeden Fall mal testen. Aber Schatz, du brauchst gar nicht so gucken, wenn das Mist ist. Ich kann das 90 Tage lang kostenlos zurückschicken.
Jetzt habe ich es eine Woche später erst ausgepackt, aber dann immer noch genug Zeit. Wenn ich in 2 Monaten, kann ich ohne Probleme testen, normalerweise super tragen. Bin gespannt. Ja, ich auch. So, das müssen wir jetzt mal irgendwie so legen, dass ich da nichts verliere. So, und dann war es auch schon bis auf. Ich habe nochmal hier so Wäschekörbe hier bestellt. Und zwar haben wir immer vor der Waschmaschine so ein Chaos in unserem Waschraum, weil wir da nicht genügend Wäschekörbe haben oder haben halt so Plastikkörbe. Und da wollte ich jetzt einfach mal, habe ich mir so ein paar günstige 3 Stück genommen. Einen für helle Wäsche, einen für dunkle, einen für bunte Wäsche. Das ist ein bisschen verknittert. Ich denke, einmal Wäsche rein, dann wird sich das auch wieder ausbeulen. Und die waren auch total günstig. Ja, davon habe ich 3 Stück bestellt. Also der ist für schwarze Wäsche, schaffst du, damit du Bescheid weißt. Der weiße ist für weiße, und der ist für bunte. Beige oder grau ist für bunt, okay. Ja. War das alles, was ich bestellt habe? Ja, ne? Ich weiß nicht, ist ja wenig diesmal. Ja, ja, das sind alles nützliche Sachen. Bis auf das hier, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich wollte es unbedingt. Erstmal bestellen, hast du völlig recht. Was soll ich? Aber Schatz, wenn es doch gut ist, guck mal, ich habe so Probleme mit meinem Lymphsystem und alles. Ja, ich sagte, erstmal bestellen. Da lacht sich kaputt dahin. Erstmal alles bestellen, das ist doch egal. Ach, Carsten. Jetzt schreiben die wieder, ich hier, die, manche, die beleidigen mich immer, ich würde so viel Geld, ich würde immer dein Geld ausgeben. Und nein, so viel Geld ausgeben. Machst du doch gar nicht, um Gottes Willen. Die spinnen doch, wenn die dich beleidigen, wirklich. Du so ironisch. Nee. Ah, ich hab noch was. Ach, die hat noch was, da war mir klar. Dass ja. Du dachtest, ich gehe, ne? Du nee, dann erst nee, das hab ich vergessen. Ja, guck mal, Leute, meine Cousine hat jetzt ein Baby bekommen. Und dann habe ich mal noch mal so ein ganz süßes Set hier gekauft. I'm my daddy's girl and mommy's world. Und das ist reine Baumwolle. Und dann gibt es hier noch so ein Haarband dazu und ein Mützchen. Total süß, oder? Und die Qualität ist wirklich super, weil es Baumwolle ist. Habe ich natürlich vorher geguckt, ne? Weil hier so Synthetikzeug wollte ich ja nicht bestellen. Ja, gut. Ja, schick, ne? Ja, das war es jetzt mit den Sachen. Und ja, ich würde sagen, das war es dann heute erstmal mit dem Video. Da hinten im Hintergrund piept lauter Carstens Roller, der ist nämlich auch angekommen und der lädt ihn gerade auf. Ja, also ich, wie gesagt, bin von dem Preis-Leistungs-Verhältnis von Temu total begeistert. Ich packe euch mal den Link zu der App da rein. Und es gibt ja da immer so eine Aktion, für, wenn man die sich das erste Mal runterlädt, dann kann man sich da anmelden und dann kann man ja so ein Gutscheinbündel da bekommen im Wert von 100 Euro. Und das letzte Video hat mir eine Followerin geschrieben, dass bei ihr nicht funktioniert hat, aber ich weiß allein von 11 Leuten, wo es funktioniert hat, die super gute Rabatte da hatten. Und Leas Freundin hat das ja auch getestet, die hat da auch bestellt. Eine Bekannte von mir hat da bestellt, die konnten da super gute Rabatte haben, teilweise bis zu 90%. Ja, das war's dann, würde ich sagen, mit dem Video. Ja, das nächste Video wird wahrscheinlich dann mein Bericht aus Istanbul geben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen dicken Daumen nach oben. Schreibt alles in die Kommentare rein. Genau, und schreibt mal, ob ihr vielleicht auch schon mal bei Temu bestellt habt und wie eure Erfahrungen so sind. Ja. Oder ob ihr so eine Fußmatte habt da und ob die hilft. Ja, das bin ich auch mal ganz gespannt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, aber ich teste es jetzt. Und das finde ich halt geil, dass man die Sachen halt ganz unkompliziert kostenlos zurücksenden kann. Erstmal kostenloser Versandschatz, ne? Ja. Und kostenlos zurücksenden. Ja, das ist wirklich cool. Ja, ja, genau. Ich weiß auch gar nicht mehr. Also ich würde sagen, macht's gut, ihr Lieben. Ach nee, Carsten, deinen Spruch mit Abonnieren. Abonniert unbedingt, aber unbedingt den Kanal. Und wenn er den schon abonniert, dann drückt auch die Glocke, weil dann verpasst er kein Video mehr. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.